So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir waren mal wieder einkaufen und habe ich was total Tolles gesehen von El Sabor. Die bekannteste Marke der Welt. Mit einem Krokodil, was ein Sombrero aufhat. Guckt dir mal an, wie wild das aussieht. Das hat sogar noch eine Sonnenbrille auf. Und El Sabor hat uns heute zwei dicke, fette Nacho Dip Packs mitgebracht. Was ist da der Unterschied? Ich weiß es nicht. Deswegen lese ich nach. Und hier steht: Time for El Sabor. Movie Time. Das heißt, eigentlich ganz chillig, hier ist so eine Filmrolle drauf, die sich da so rumwickelt. Diese Tortillas, ja, diese Nachos, isst du beim Fernsehen gucken, ja? Also eigentlich wie alle anderen auch. Hier steht auch extra dabei, Chili Nacho Chips mit Cheese Sauce. Das sind also Chili Chips mit Käsesoße. Hier bei denen steht extra Beer Time. Also die musst du essen, wenn du Bier trinkst. Wenn ich betrunken bin, dann weiß ich gar nicht mehr, was ist und esse sowieso beide Packungen. Und wenn ich im Kino sitze, ist es so dunkel, da bringst du die bestimmt auch durcheinander. Hier steht aber extra Beer Time. Deswegen diese bierige Aufmachung, diese Schaumkrone hier oben, alles so goldgelb. Das sind auch Chili Nacho Chips, aber mit Salsa Soße. Also wenn du Bier trinkst, sollst du Salsa essen, was irgendwie Kohlensäure, Bier, Alkohol, scharf, eigentlich total tödliche Kombination. Und wenn du einen Film guckst, sollst du Käsesoße nehmen. Weil Leute, die Film gucken, sind eh immer ein bisschen käsig und deswegen haben die das so unterschieden. Ich würde lieber zum Bier dann Käse essen und zum Film mir eine Salsa ins Gesicht hämmern. Also schreibt mal rein, wie ihr das... Was ist denn? Der Adi misst hier die Decke aus, er guckt immer zu da hoch. Ich glaube, der sieht schon wieder Gespenster. Ich dachte erst, das ist auch dafür da, dass ihr das dann aufreißt. Hier ist nämlich so eine Lasche, ja? Das ist sowieso... Das ist so oft rumgeflogen in letzter Zeit und hat so viel mitgemacht, dass ich dachte, das ist eh schon kaputt. Hier steht aber... Oh, hier steht sogar, guckt euch das mal an. Remove the top side. Use the package as a serving tray and enjoy. Woo! Make the dip stable and use the formed edge at the bottom of the package. Ich dachte eigentlich nämlich, dass man das vielleicht warm machen muss, aber so wie es aussieht, ist es komplett egal. Das ist nur in einem Pappkarton drin, dass du das halt... Ja. Dass du halt irgendwas anderes machst. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Das ist wie, wo, warum? Hier unten ist irgendwas. Jetzt ist das kaputt. Jetzt ist das so. Jetzt tue ich das hier rein. Das war's schon? Das ist ja total... Weiß ich nicht. Das ist doch nicht richtig, oder? Das kann doch nie im Leben... Soll das so richtig sein? Jetzt hängt das doch trotzdem drin wie ein Schluck Wasser. Jetzt schütte ich mir die Chips hier rein und hab das so. Wow, ultra genial, oder? Habt ihr sowas schon gesehen? Das gleiche habt ihr dann hier mit denen also auch. Also übelst der Karton, den es irgendwie gar nicht braucht. Denn wenn ihr dann das da rausnehmt und das hier durch, dann habt ihr, zack, schon habt ihr den Lappen da und denkt euch, cool, dass das extra so ist. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich dann ohne Karton hinstellen und würde mir gucken, welches besser schmeckt, welches besser ist. Beides müssten ja genau die gleichen Chips sein. Die wollen wir jetzt sowieso mal probieren. Best Before, 28. Januar 22. Wir machen mal jetzt hier die Tüte auf mit den Chips. Und der Adi guckt auch schon. Ich glaube, Adi, willst du mal probieren hier? Nicht? Ah, die hat geschüttelt. Das ist ein gutes Zeichen. Die sind auf jeden Fall staubtrocken. Ich denke, du willst nicht. Jetzt guck, das sind immer noch dieselben wie eben. Tun wir das jetzt hier rein? Tun wir das nicht hier rein? Wir machen es mal alles hier in die Packung, dass das hier wegkommt. Jetzt habt ihr das schön hier drin. Das fliegt jetzt hier rum. Dadurch, dass ich hier unten im Boden aber dieses Loch reingemacht habe.
Toll, jetzt hat er einen rausgenommen. Dadurch, dass ich im Boden das Loch reingemacht habe, fällt jetzt unten alles wieder raus. Das ist also sehr cool. Jetzt machen wir aber hier den Deckel ab von dem Dip. Und da muss ich aufpassen, denn beim Dip hat der Adi bestimmt mehr Bock als beim Nicht-Dip. Ach komm, ich stell den jetzt einfach gar nicht rein. Ich nehme den einfach so. Das ist jetzt also der Käse-Dip. Sieht auf jeden Fall sehr käsig aus. Richtig schön Gummi-Dip, wie man es kennt. Und halt einfach kaum was an dem Ding dran heftet. Ist okay. Ja. Also es ist nicht der schlechteste Käse-Dip, den ich je gegessen habe, aber auch nicht der beste, sagen wir es mal so. Hauen mal die anderen Chips noch hier rein. Adi! Ich hab's gewusst, dass der jetzt an den Dip geht. Das ist doch eh Gummi, da kannst du gar nicht ran. Mach mal den Salsa-Dip noch auf. Alter, wie der hier gleich den ganzen Tisch auseinander nimmt. Der Salsa riecht richtig schön nach Lecho. Probieren jetzt mal, wenn wir hier reingehen. Ist natürlich viel schöner, kannst du dir auch schön auf den Chip drauf machen. Nicht zu scharf, schön fruchtig. Fruchtig, Paprika. Nicht wie Gummi, wie Lecho. Hat einen guten Geschmack, also mein Favorit auf jeden Fall der Salsa Dip, die Salsa Soße. Das heißt, Biertime hat gewonnen. Das heißt, ich muss heute Abend Bier trinken, aber heute kommt eh Restling, weil ich das nämlich am Mittwoch aufnehme. Das ist im Prinzip also Gummi. Seht ihr hier, einfach komisches Gummizeug, zieht sich, Knetmasse. Das ist Salsa. Salsa ist viel besser. Wer mich kennt, weiß, dass ich wieder zu faul bin, immer da reinzugehen und dann da reinzugehen und so weiter. Ich werde wahrscheinlich beide Dips in eine Schüssel machen, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das schmeckt gut, das schmeckt gar nicht. Und bevor das gar nicht schmeckt, mische ich zusammen. Dann habe ich was, was nicht so gut schmeckt wie das, aber was nicht so babbig ist wie das. Und da ist das perfekt, um die neue Mische dann zusammen wegzumachen mit den restlichen Chips, die jetzt hier noch drin sind. Ihr seht, ihr habt jetzt hier diese zwei Packungen übrig. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, aber ich glaube, wenn ihr euch da einen Riesenbeutel Tortillas holt und Soße extra dazu oder Dips, seid ihr trotzdem auch irgendwie günstiger, denn mit dieser Halterung, keine Ahnung, davon bin ich nicht so überzeugt. Trotzdem ganz chillig, vielleicht so als Geschenk für jemanden. Wenn ihr das auch kennt, Alsa Boa, Nacho und Dip, schreibt's mal rein. Oder esst ihr überhaupt gerne Nachos oder Tortillas, schreibt's mal rein. Ich werde mir jetzt zurechtstellen für abends dann Wrestling gucken. Jetzt gleich Raid Mania. Ich komme nicht klar auf diesen Gummidip, wie du da immer zu reingehst. Und der, weiß ich nicht. Das ist reinste Chemie irgendwie. Aber darauf stehe ich ja so gern. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut. Euer Ramschisch.